Herzlich willkommen beim Lügenbrecher zum Thema Bürgerkrieg in Frankreich. Was steckt dahinter? Und vor allem, was sagt die Bibel? Und es geht heute tiefer, als du denkst. Kurze Hintergrundinformation. Ich meine, viele von euch haben es schon gesehen. In Frankreich eskaliert es komplett. Es übersteigt alle bisherigen Randalen auf der Straße. Und zwar wurde letzte Woche ein 17-jähriger Junge von einem Polizisten von hinten erschossen, weil er Fahrerflucht, also weggefahren ist, obwohl die Polizei ihn aufgefordert hatte, die Papiere zu zeigen, die er nicht hatte. Daraufhin eskaliert es und zwar jeden Abend. Es ist wirklich gefährlich. Ich habe Bekannte in Frankreich, die wirklich sagen, es ist noch nie so schlimm gewesen. Es brennen Häuser, es brennen Autos, Menschen werden verletzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was tun? Spricht man den Notstand aus? Das heißt, man kann vorweg einfach diese Leute gefangen nehmen. Das wäre dann wirklich quasi, wir haben Bürgerkrieg. Wir müssen mit dem Militär gegen das eigene Volk angehen. Wichtig ist, dass diese Randalen in erster Linie auch in in Bereichen von Paris stattfinden, auch in anderen Städten, wo Immigrationshintergrund die vorherrschende Bewohnerschaft ist. Aber das mal nur so an Rand gemerkt, aber das ist wichtig für das, was ich später sagen will. Fazit ist, wir hatten das in Amerika und zwar auch genau dasselbe. Da wurde ein schwarzer Junge erschossen und ich habe selber miterlebt. Es sind wirklich auf den Straßen, Scheiben wurden eingeschlagen. Und was es mit der Polizei macht, ist, dass der Hass auf beiden Seiten immens wächst. Also die Polizisten in Amerika waren wirklich, die hatten so eine Krawatte, es ist hochgekocht und was es aber auch bewirkt, ist, dass die Polizei gar nichts mehr macht. Also in vielen Vierteln, gerade dort, wo in erster Linie farbige Bewohnerschaft, also Bewohner sind, geht die Polizei überhaupt gar nicht mehr hin. Also sie macht ihr Amt nicht mehr. Wo sehen wir das noch? Also was das große Thema darüber ist, dass die Gesellschaft, die Welt, Nationen, dass Familien bis ins Kleinste, in die kleinste Eigenschaft, in die kleinste Einheit gespalten ist. Und zwar so, dass man eigentlich kaum mehr Kompromisse eingeht. Wir sehen das bei LGBT. Hier zeige ich euch mal einen Artikel von der Bild. Auch hier hatte ich Freunde, die dort vor Ort waren und es eskaliert wirklich. Sie hatten, ja, sagen, das war wirklich gefährlich. Sie mussten fliehen, weil hier wieder zwischen rechts und links eine Drag Queen Vorlesung für Kinder in der Bibliothek veranstaltet worden ist. Der Hass auf beiden Seiten nimmt auch hier zu. Also man kann hier in einem Artikel auch sehen, dass jetzt anfängt der Christopher Street Day, die CSU-Fraktion aus dem Festzug zu schmeißen. Ob das der jetzt so unlieb war, weiß man nicht. Aber der Hass nimmt zu. Es radikalisiert sich. Es wird extremer. Ganz groß sehen wir es natürlich in der Russland. Auch hier eskaliert es. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und zwar fängt die USA jetzt schon an, Raketen in die Ukraine zu fahren, also der Ukraine zu geben und lässt sich vorher versprechen, dass sie nicht gegen Russland eingesetzt wird. Das ist eine massive Eskalation. Man merkt es auch daran, dass Russland jetzt anfängt, Afrika hinter sich zu bekommen, zusammen mit China, und das gelingt ihnen. Afrikanische Präsidenten stehen auf, also ich habe sowas noch nie gesehen, ich war schon öfter in Afrika, aber die stehen so kraftvoll auf, es eskaliert. Dass ein 17-jähriger Junge von der Polizei erschossen worden ist, ist grausam und schrecklich. Dass man diese Gewalt rächen will durch noch mehr Gewalt, hatten wir schon mehrmals in der Geschichte. Ganz am Anfang der Bibel wird sie beschrieben. 1. Mose 4, Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla: Höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs. Merkt auf, was ich euch sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Jüngling für meine Beule.
Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Aus dieser Einstellung mit Gewalt durch noch mehr Gewalt rächen zu wollen, ist Folgendes passiert. Im 1. Mose 6, der Menschheit Bosheit war groß auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse, immer da. Und daraus kam die Vernichtung der Menschheit durch die Flut. Es gibt nur eine Methode, das Böse zu beenden. Herr Macron, jetzt ist die Zeit, das Volk auf den Glauben und auf die Bibel zurückzurufen. Gott sagt in Römer 6, 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Was dieses Gute ist, will ich dir am Ende des Videos erklären. Aber warum tut das die Regierung zurzeit nicht? Was spricht dagegen? Was ist das Ziel dahinter? Ein Experte aus der Politik hat vor 50 Jahren alles vorhergesagt, was wir heute erleben. Lass uns ihn anhören. Dass diese gerichtete Bewegung die Gesellschaft zum Einsturz bringt. Das ist exakt die Martial Art Taktik. Wir werden einen Feind nicht aufhalten. Lass ihn weitergehen. Wir helfen ihm weiterzugehen. In der Richtung, die wir wollen, dass er weitergeht. Also hierzu muss ich kurz sagen, wie helfen wir ihm weiter? Das hat er vorher im Kreis gezeigt. Man sucht in einem Land die Menschen, die Minderheiten sind und die schnell unzufrieden gemacht werden können, indem man ihnen zeigt, Mensch, ihr seid ja an den Rand gedrängt und ihr habt doch Rechte und hier ist alles ungleich, ja. Und die stachelt man so richtig auf und dann bringt man sie sozusagen in eine Richtung, dass das Land das ganz selber macht, was man eigentlich früher mit Militär von außen gemacht hat. Aber jetzt kommen die 6 Punkte, in denen eine Gesellschaft demoralisiert wird. Hört zu. Während der Phase der Demoralisierung gibt es in jeder Gesellschaft Tendenzen, welche den grundlegenden moralischen Werten und Prinzipien entgegengesetzt sind. Um einen Vorteil aus diesen Bewegungen zu schöpfen, muss man sie verstärken. Und das ist der Hauptzweck einer Subversion. So, wir haben Religion, wir haben Bildung, wir haben das öffentliche Leben, wir haben die Machtstruktur, Verwaltung, wir haben Arbeitsbeziehungen und zu guter Letzt haben wir Recht und Gesetz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die Gebiete, in denen Subversion angewandt wird. Was bedeutet das genau? Im Fall der Religion zerstören. Mach sie lächerlich. Ersetze sie mit verschiedenen Sexkulten, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf primitive Instinkte zu lenken. Aber das ist nicht wichtig. Hauptsache, die allseits akzeptierten religiösen Dogmen werden langsam zersetzt und werden vom eigentlichen Zweck der Religion weggeführt, nämlich Menschen in Verbindung mit göttlichen Wesen zu halten. Deswegen muss man die geachteten und akzeptierten religiösen Organisationen mit Fake-Organisationen ersetzen. Lenke die Aufmerksamkeit der Menschen vom echten Glauben ab. Ziehe sie zu verschiedenen anderen Glauben. Das hier ist schon seit 50 Jahren in der ganzen westlichen Welt durchgezogen worden. Indem die Kirche lächerlich gemacht wird, indem gesucht wird, wo sind Fehler und vor allem die Missbrauchsfälle ganz hoch gekocht, damit man nur aller Welt zeigt, wie schrecklich die Kirche ist. Man hat den Glauben an sich ins Lächerliche gezogen, man hat die Bibel an sich ins Lächerliche gezogen und genau was er gesagt hat, ist passiert. Statt der christlichen Religion, die überall in der westlichen Welt als die anerkannte Religion und auch moralgebende Macht war, wurde ersetzt durch LGBTQ, Esoterik und Islam ganz gezielt reinzubringen und zu sagen, okay, ja, wir haben jetzt hier ganz viele Religionen und die müssen aber alle privat gehalten werden.
Schauen wir weiter, was weiter passiert. Zerstöre sie, indem nicht mehr das, was konstruktiv, pragmatisch oder effizient ist, gelehrt wird. Anstatt ihnen Mathematik, Physik, Fremdsprachen, Chemie beizubringen, unterrichte sie in der Geschichte des Städtekampfes, über natürliches Essen, Hauswirtschaftslehre, Sexualität, ganz gleich was, Hauptsache es zerstreut. Okay, öffentliches Leben. Ersetze traditionell etablierte Institutionen und Organisationen mit Scheinorganisationen. Nimm die Initiative von den Leuten weg. Entziehe die Verantwortung von natürlichen Verbindungen zwischen Einzelpersonen, Gruppen von Einzelpersonen und der Gesellschaft als Ganzem und ersetze sie durch künstliche, bürokratisch verwaltete Körperschaften. Erschaffe Institutionen mit Sozialarbeitern, die das soziale Leben und die Freundschaft zwischen den Nachbarn ersetzen. Leute, die von wem bezahlt werden? Der Gesellschaft? Nein, Bürokratie. Die Hauptsorgen der Sozialarbeiter sind nicht ihre Familie, nicht sie, nicht die Beziehungen von Gruppen von Menschen. Deren Hauptsorge ist der Gehaltscheck, den sie von der Regierung bekommen. Was das Ergebnis ihrer sozialen Arbeit sein wird, ist völlig unerheblich. Sie können jede Menge verschiedener Konzepte entwickeln, um der Regierung und den Leuten zu zeigen, dass sie nützlich seien. Das sind ganz wichtige Punkte. Leider können wir nicht auf alles eingehen. Unten gibt es den Link. Schau dir dieses ganze Video selber an. Aber zwei Dinge werden hier genannt. Bildung. 100% genau das ist in den letzten Jahren passiert. Die politische Ideologie hat 80% der ganzen Bildungspläne Stück um Stück eingenommen. Ich habe das leibhaftig mit meinen Kindern erlebt. Also es war hanebüscheln, mit welchen Sachen sie nach Hause kamen, wo dann auch wieder in der Familie Diskussionen waren und auch eine Gefahr, wenn man das nicht hinterblickt hat, dass die Familie und die Kinder und die Eltern getrennt, gespalten sind und man nur noch sagt, was ist das Schreckliche hier, was da meine Eltern noch Schreckliches glauben. Das Zweite ist aber noch spannender, weil das habe ich ja gar nicht durchblickt. Das ist die zunehmende Zahl an Sozialarbeitern. Ich weiß noch, dass in meinem Jahrgang 67 ganz viele die Wirtschaft wollten. Es fing dann an, als ich aus der Schule raus war und schon angefangen habe zu studieren, dass dann die nächste Riege wollten alle Sozialarbeiter werden. Dann Psychologie und Therapie ist so in und jetzt irgendwo Klimaaktivist, irgendwelche Genderforschungen und wirklich jeder, gefühlt jeder Zweite in den letzten Jahren ist zur Polizei gegangen oder hat Psychologie oder Therapie studiert oder Sozialarbeit oder irgendeine Sache. Und das ist es. Alles bezahlte Kräfte, damit hochkontrollierte Kräfte von oben. Die normale, gesunde Beziehung wie Familie, Großfamilie und Nachbarschaft komplett ad acta gestellt hat. Man braucht die nicht mehr, man hat Sozialarbeiter, selbst Therapeuten werden alles von der Kasse bezahlt. Ich kenne eine Therapeutin, die hat mir auch bestätigt, also bestimmte Dinge darf sie nicht tun. Sie dürfte zum Beispiel niemals einem Kind, was kommt, was homosexuell ist oder sich im falschen Körper fühlt, davon abraten oder irgendwie sagen, oh, das ist gefährlich. Dürfte sie niemals, sie würde sofort ihren Schein verlieren. Also es ist alles, was er jetzt sagt, und ich kann wie gesagt nicht alles eingehen, auch die Kritik gegenüber der Polizei, die Kritik gegenüber der Regierung ist eingetroffen. 100%. Ich fasse ganz kurz zusammen nochmal. Destabilisierung hatten wir auch gesagt, das ist eine Radikalisierung. Das ist Feindschaft in der Gesellschaft, die in den letzten Jahren 100% da sind. Und zwar ein schönes Bild hat er gesagt, ein Kompromiss zwischen diesen Feindeslagern ist an dem Punkt nicht mehr möglich. Weil da konnte man ja denken, naja, wir müssten ja eigentlich einfach nur sagen, komm, wir lassen uns einfach nicht zu Feinden machen. Wir lassen uns nicht spalten. Das hätte aber zur Folge, dass wir sagen, ja, okay, dann brenne halt meine Häuser nieder. Dann LGBTQ, dann bringt das alles, was ihr wollt, könnt ihr tun. Dann kann man vielleicht irgendwelche Kompromisse schließen, aber wir wissen selber, das ist
so weit auseinander, dass es keinen Zusammenhang mehr gibt. Wir sind diese Stufe schon durch, ihr Lieben. Die Phase der Krise, so erklärt hier der Juri, besteht darin, dass Hilfe kommen muss. Die Phase der Krise bezeichnet eher, wenn ein Land verarmt, wenn Menschen Angst haben, auch tatsächlich ihr Hab und Gut verlieren. Wenn man in der Schule, in der Polizei, in der Politik kaum mehr seine Arbeit verrichten kann, das ist die Phase der Krise, weil man nicht mehr anders kann, es, wenn dein Haus erstmal weg ist, wenn du deine Heizung, Umbau in Wärmepumpen nicht mehr zahlen kannst, dann kann man den Retter einführen, der meines Erachtens ziemlich offensichtlich ist. Agenda 2030, digitales Zentralbankgeld, Bürgergeld. Jeder Bürger kriegt eine bestimmte Menge an Geld und hat damit die komplette Kontrolle. Ich möchte hier euch einen Artikel zeigen. Ich hatte vor einem Jahr mal über das digitale Geld, Zentralbankgeld gesprochen und habe gemerkt, auch an den Feedback sagte, ach, das kommt ja nicht. Oder das kommt in 10 Jahren. So schnell kommt das nicht. Ich zeige euch mal diesen Artikel hier. Unser Retter ist nämlich schon da. Das ist eine Zeitung, die hat mir eine Freundin, Schwester aus Österreich geschickt. Und hier heißt es, der Euro wird digital. Die EU-Kommission stellt morgen erste Weichen für die Einführung eines digitalen Euros. Also in einer normalen Zeitung, das ist nicht ein Beschluss wird eingereicht oder ein Gesetz wird diskutiert. Die Weichen werden gestellt, der Euro wird eingeführt. Was er bringen soll und warum das auch für Kritik sorgt, wird natürlich in diesem Artikel beschrieben. Aber jetzt auch interessant ist die anderen Artikel. Da heißt es unten Politik. Gerhard Mangott analysiert, wie der Machtkampf in Russland weitergehen könnte. Hier immer wieder, die Leute müssen natürlich merken, hier die Eskalation muss groß vor ihren Augen sein, weil sie müssen ja Angst haben, um den Retter anzunehmen. Und unten dann die Sicherheitsvorkehrungen für den Christopher Street Day in Graz werden erhöht. Also Polizeiaufkommen wird immer größer, wenn so etwas kommt. Also überall strotzt es genau von dem, was der Juri uns eben erklärt hat. Es ist sehr interessant, weil der Juri sagt, es gibt nur eine einzige Lösung. Gib nur einen Schutz. Also je weiter du in dieser Krise fortgeschritten bist, also in der Subversion, desto schwieriger ist es, das umzukehren. Er sagt, am Ende ist es fast nicht mehr möglich. Aber vorher will ich dir sagen und zeigen, wie weise die Bibel ist. Weil die Bibel kennt Subversion. Gott weiß genau um die Subversion des Bösen, der immer wieder Kontrolle und Macht über Menschen und Völker und über die Welt einnehmen möchte. Wir wissen alle, dass in der Bibel, in der Offenbarung, Gott am Ende das einmal zulassen wird, einmal, dass dieser Machthunger des Menschen genutzt wird, dass Satan es nutzt, um diese Welt, diese kommunistische Weltregierung aufzubauen, in der wir meines Erachtens schon drinstecken. Also die Weichen sind, wie wir das eben hier schön gelesen haben, gelegt. Und was Gott sagt von Anfang an, was sein Volk schützen soll, hört zu. 1. Mose 20, Vers 3 bis 5. Das ist eine Grundlage für den Staat Israel, für eine Nation, für Gottes Nation. Nicht irgendeine, sondern ein Volk, eine Nation nach Gottes Herzen. Es gehört Gott. Es ist seine Perle, seine Braut. Und da heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis von dem, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde ist. Das heißt einfach ganz simpel, bete nichts von den Tieren und Bäumen und Sonnen an, die ich gemacht habe. Du sollst nur mich anbeten. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und dann kommen die 10 Gebote als Grundlage für einen perfekten, gesunden, starken
und unbesiegbaren Staat. Diese Grundlage und dann noch ein paar mehr hat Israel so aufsteigen lassen, dass die ganze Welt auf Israel unter Salomo, Davids und Salomo Herrschaft aufgeschaut haben. Mose 8, Vers 19 bis 20, da heißt es: Und wenn du den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich euch heute, ihr werdet gewiss umkommen, wie die Völker, die der Herr vor euch vertilgt hat, weil ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht habt. Viele sagen so, ja, das ist halt, ach Gott will hier irgendwie, er ist eifersüchtig und er will ja auch nur Macht. Was dahinter steckt, haben wir eben von Juri gehört, weil Gott wusste, sobald sein Volk damit anfängt, ist der Tod und die Subversion vorprogrammiert. Und in Richter 2, 11 bis 13 heißt es, da taten die Israeliten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herum wohnten, und bogen sich vor ihnen nieder und erzürnten den Herrn. Und tatsächlich kommen wir an Israels Beispiel erkennen, was passiert, wenn wir anfangen, die Religion wegzunehmen vom Staat. Wenn wir anfangen zu sagen, der Glaube an Gott, na, wir lassen da auch noch das zu und das zu und gehen Kooperationen ein mit anderen Religionen und Völkern. Gott hat das Ganze eingerichtet. Er hat eine perfekte Art von Nation eingerichtet, damit Menschen frei sind, gesund sind und stark sind. Jetzt lass uns mal schauen, was Juri sagt am Ende, was die einzige Möglichkeit ist, einen Staat stark zu machen. Er entdeckte, beziehungsweise machte er darauf aufmerksam, dass Zivilisationen wie die Mohenjo-Daro während der Prä-Hindu-Ära, wie Ägypten, Maya, Inkas, die babylonische Kultur, in dem Moment zerfielen und verschwanden, als sie ihre Religion verloren. So einfach ist das. Sie haben sich aufgelöst. Niemand erinnert sich mehr an sie. Nun, vielleicht entfernt. Die Ideen von beweglichen Gesellschaften und die Menschheit als eine Gesellschaft menschlicher Wesen, als intelligente, moralische Erscheinungen Gottes zu belassen. Die Fakten, die Wahrheit, das exakte Wissen mögen das nicht. All die fortschrittlichen Technologien und Computer werden nicht verhindern, dass die Gesellschaft sich auflöst und eventuell ausstirbt. Haben Sie jemals eine Person getroffen, die ihr Leben und ihre Freiheit für so eine Wahrheit wie diese opfern würde? Das ist Wahrheit. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die gesagt hätte, das ist die Wahrheit, ich bin bereit, er schießt mich. Um die Wahrheit zu beschützen. Aber Millionen opfern ihr Leben, Freiheit, Wohlbefinden, einfach alles für Dinge wie Gott oder Jesus Christus. Es ist deine Ehre. Einige Insassen sowjetischer Konzentrationslager starben. Und sie starben mit innerem Frieden. Im Gegensatz zu jenen, die schrien, lang lebe Stalin, weil sie ganz genau wussten, dass sie sonst nicht lange leben würden. Also das finde ich faszinierend. Das Einzige, was ein Land schützen kann, ist ein gemeinsamer Glaube an Gott. Meines Erachtens, ihr Lieben, ist jetzt die Zeit, genau das zu tun. Angefangen mit Schulen, mit Unternehmen, mit Arztpraxen, mit Häusern, mit Straßen, mit Dörfern, mit Bürgermeistern, die sagen, ab heute verkünden wir öffentlich, wir sind ein christliches Dorf, eine christliche Stadt, ein christliches Unternehmen. Wir bauen alles, was wir tun, unsere Praxis auf Jesus Christus auf. Und hier kommt nichts rein, was Jesus Christus widerspricht. Meines Erachtens ist jetzt die Zeit, jetzt in der nächsten Quartal, dass wir zu Regierungen gehen und dass wir diese Regierung
versammeln, um ihre Knie zu beugen vor Jesus Christus. In der Bibel wird es vorhergesagt. Psalm 72, Vers 11 steht es. Und ich glaube, dass Gott uns dazu benutzen möchte, das umzusetzen. Zu seinen Zeiten sollen blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen. Und in Jesaja 60, Vers 3 bis 4 heißt es, und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgegangen ist. Hebe deine Augen auf und sieh umher, sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von ferne her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Jetzt kommt der Riesenkracher in Offenbarung 21, Vers 24. Ganz am Ende heißt es, und die Völker werden in ihrem Licht wandeln, und damit ist das neue Jerusalem gemeint, das Himmelreich Gottes. Die Völker werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie hinein. Ihr Lieben, es ist Zeit. Lass uns aufstehen. Da, wo du bist, fangt an, öffentlich zu verkünden, dass ihr eure Knie beugt, dass euer Haus, eure Straße, eure Praxis, eure Schule auf den Grundlagen und Lehren Jesu Christi aufgebaut wird. Das ist die größte Waffe, die wir haben. Amen.